Und da sind wir bei der Fanmission Lost Souls. Verlorene Seelen. Eine Fanmission aus dem Water Contest. Also das spezifische Thema ist Wasser. Und in dieser Mission haben wir das Problem, dass die Stadt überschwemmt wurde. Und wir müssen entkommen. Los geht's. Besso, Geneva und du haben Pläne, vor diesem Hochwasser in Dayport zu fliehen. Aber das klappt nur, wenn du dein Gold zusammenlegst und mit dem von Bessos Mutter und Schwester. Allerdings sind die beiden verschwunden. Als du das Eingangstor des Anwesens erreichst, bei welchem Bessos Schwester arbeitet, findest du unter dem Tor eine zerschmetterte Leiche. Sieh dir das mal genauer an. Vielleicht bekommst du einen Hinweis, was hier so vor sich geht. Du suchst nach folgenden Personen, Bessos Mutter, seine Schwester und seine Nichte. Wenn du sie findest, füge ihnen kein Leid zu und hilf ihnen zu entkommen. Wenn du alles erledigt hast, verlass das Anwesen durch das Eingangstor. Okay, wir befinden uns anscheinend innerhalb eines Anwesens. Und auf Experte kriegen wir zusätzlich, wegen diesem Hochwasser sterben schon genug Leute. Die Zahl musst du nicht auch noch erhöhen. Töte niemanden. Oh je. Aber es geht auf jeden Fall um Blut. Oh Gott. Dieser Dialog. Geht so. Ich hab mich erkältet. Das ist aber auch ein Mistwetter. Das ist ja auch noch ein Mistwetter. Suche die Leiche am Vordertor nach Hinweisen. Den Personen, die du suchst, wird nichts angetan. Im Gegenteil, hilf ihnen zu entkommen. Töte niemanden. Das finde ich blöd, dass hier nur die Personen, dass hier nicht genau gesagt wird, wen wir alles helfen müssen. Verlasse das Anwesen durch das Eingangstor. Das ist ein Dialog aus der Basis Anwesen. Es ist immer dasselbe. Du nervst mich mit deinen dämlichen Fragen. Und dann passiert irgendwas. Das Problem ist jetzt, dass wir im Wasser sehr schnell gehört werden. Und mir gefällt diese Atmosphäre hier. Das sieht so cool aus. Ich weiß, der Dialog ist lustig, aber ich will hier nicht so lange verweilen. Schnell das Tor knacken. Oh, wir haben auch Sachen im Inventar. Ich muss das gleich mal checken, wenn wir drin sind. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, der hat Brot bei sich. Wir haben Dietriche. Wir haben eine wasserfeste Laterne aus. Also wir werden auch wahrscheinlich auch tauchen müssen. Laternen, Reklamations, was? Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des neuen Modells der tragbaren Hamaritenlaterne, die nun auch absolut wasserdicht ist. Egal wohin sie gehen, ihre Laterne wird sie begleiten und ihren Weg immer erleuchten. Und das Allerbeste, sie müssen sie niemals mehr ablegen, denn gratis und schon vorinstalliert hat ihre neue Laterne einen Riemen, den sie sich einfach über die Schulter werfen können. Quasi festgenäht. Sie haben also immer beide Hände frei und brauchen niemals befürchten, dass sie ihre wunderbaren Hamaritenlaterne verlieren oder sie ihnen gestohlen wird. Viel Spaß mit ihrem neuen Produkt. Na, großartig, klasse. Na, wenigstens gibt es keine Leuchtstäbe. Wir haben ein Schwert, einen Prügel, keine Wasserpfeile. Okay. So, jetzt gucken wir mal, wie der patrouilliert hier. Wir haben aber auch keine Moospfeile, das heißt, wir müssen bei den Fliesen aufpassen. Oh, oh. Und wir haben einen Speisekammerschlüssel. Wir schauen uns hier Stück für Stück erstmal um. Haben wir eigentlich eine Karte? Nein. Da geht's nach oben. Verzeihung. Da geht's in den Keller. Der geht ja, der ist ja nicht hier reingegangen. Der geht nur bis zum Zimmer. Beziehungsweise geht noch mal mehr vorbei. Hey, was hat? Das ist kein Brot. Das ist ein Brief an Mitchell. Mitchell, wie ich erfahren habe, steigt der Wasserpegel im Keller ziemlich hoch. Also schnapp dir das Kind und bringe es nach oben. Die Frauen werden versuchen, sie wieder zurückzubekommen. Also sieh zu, dass sie auf keinen Fall entkommen können. Ich denke nochmal nach. Nochmal, dass du mit den Bayern alleine fertig wirst. Falls sie irgendetwas versuchen sollten. Wir sollten demnächst aufbrechen zu meinem Sommerhaus. Mir gefällt dieser Sturm überhaupt nicht.
Nur du und meine loyalsten Männer werden mich begleiten dürfen und bekommen auch den letzten Arbeitsmonat voll bezahlt. Die anderen können hier meinetwegen ersaufen. Lord Gregory. Ich kann die Sachen gar nicht mehr abschmeißen. Ich bin gezwungen. Da ist doch... Hast du das? Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Hier ist gar keiner drin. Aber es gibt hier ein bisschen Loot. Und natürlich nicht den Käse vergessen. Wieder eine Nachricht. Diese Kerle sind echt unzuverlässig und das macht mir Angst. Rick hat einen geschnappt, als er gerade mit den Schlüsseln zum Stromversorgungsraum in den Keller schleichen wollte. Ah, okay, also das ist die Stromversorgung. Ich weiß zwar nicht, ob er nun einfach das Tor von Benny weghaben wollte, aber die Frauen da rausholen wollte, aber ich muss den Schlüssel wohl an einen sicheren Platz aufbewahren. Ich habe den Kerl jetzt erstmal auf Posten auf den Balkon geschickt. Dort können ihn meine Vertrauensleute besser im Auge halten. Die Frauen sind im Keller? Oh Gott. Nein, nicht die Käse essen. Was haben wir hier? Meine Männer sind echt Idioten. Ich hatte meinen Bogenschützen, Gaspfeile geben, damit sie üben können, wie man mit Pfeilen schießt, die beim Fliegen keinen Bogen machen. Was machen sie? Vergasen die Hälfte der Wachen. Carolina kennt ein paar Heiden. Von ihnen bekamen sie ein Fläschchen magischer Luft. Wenn eine begaste Person diese Luft einatmet, wacht sie innerhalb von ein paar Minuten wieder auf, meistens schon nach wenigen Sekunden. Die ganzen vergasten Wachen waren schon wieder wach, als das Fläschchen hier ankam. Da werde ich genug Zeit haben, die magische Luft von einem ehemaligen Luftmagier, den ich kenne, untersuchen zu lassen. Danach werde ich es dann mal testen. Wenn es funktioniert, könnte es ein sehr gewinnbringendes Produkt werden. Wenn man es im Labor nicht in größeren Mengen herstellen kann und Carolina mir helfen wird, stetig Nachschub von den Heiden zu besorgen. Kann ich sie vielleicht in die größeren Geschäfte einweihen? Also Lufttränke wahrscheinlich. Oh Gott, das war laut. Was habe ich hier? Aha. Ich würde sagen, wenn die Frauen im Keller sind, dann gehen wir mal in die obere Etage. So. Oh, Loot, Loot, Loot. Und eine Dienermaske. Mii! Sehe ich jetzt schon gespät. Oh, fuck. Oh, Mann, das war doch keine Absicht. Ah. Ah, man kann das Licht ausmachen, das ist gut. Denn ist ein Lichtschalter. Ist da wer? Warum? Wir haben Probleme hier. Ach, fuck, ich dachte, der geht da hinten hin. Anscheinend nicht. Ich hätte nie aus der Ehrengarde austreten dürfen. Ja. Gibt der Soldat was? Nicht schon wieder. Wieder, der geht da rein. Also das nächste Mal trinke ich nur eine Kanne Kaffee. So, schön das Licht ausmachen. Musik! Oh, da ist das bestimmt ein Copyright. Nein! Mach die Musik aus! Achso, da läuft hier einmal ein Kreise. Was steht denn hier? Kosten für den Toreinbau 7500 Goldmünzen. Kosten für Einbau der Überbrückung 500 Goldmünzen. Kosten für die Reparatur des Marmorbodens 753 Goldmünzen. Und der Einbau der Überbrückung sollte eigentlich kostenfrei zusammen mit dem Tor verfolgen. Rückzahlungen anfordern oder Verhaftung wegen unwahrer Werbung. Fußbodenreparatur nicht korrekt, Lücken sichtbar. Vor kurzem bemerkt. Ordentliche Reparatur von Handwerker einfordern. Danach Geld durch einen Dieb von Handwerker zurückstehen lassen. Das ist ja richtig kriminell, der Typ hier. Das kann ich nicht lesen. Die neuesten Generationen von Hammeriten-Sicherheitstoren kommt getarnt als normales hölzernes Tor daher.
ist aber weitaus tödlicher, als es erscheint. Wenn der Sicherheitsmechanismus aktiviert ist, öffnet sich das Tor ganz normal. Aber ein Sensor, der den Sensoren im Sicherheitskameras nicht unähnlich ist, prüft den Bereich unter dem geöffneten Tor. Sobald es ein menschliches Wesen unter dem Tor ausmacht, wird das Tor innerhalb einer Zehntelsekunde und mit einem Druck von 50 Tonnen geschlossen, sodass jeder Mensch unter dem Tor zerschmettert wird. Was ist denn das für ein böses Tor? Diese Vorrichtung benötigt zur korrekten Funktion Elektrizität. Also wird empfohlen, dass schon vor Einbau der Vorrichtung eine betriebssichere elektrische Versorgung vorhanden ist. Es ist nicht nötig, die gesamte Stromversorgung abzuschalten, nur damit Sie das Tor sicher passieren können. Der serienmäßige Einbau des Tores beinhaltet auch den Einbau eines Sicherheitsüberbrückungsschalters. Eine diskrete Platzierung dieses Schalters wird empfohlen, um unbefugte Benutzung zu vermeiden. Also, wir halten fest. Wir haben einen Körper, der... Oh Gott. Du hast ja gar keine Pfeile bei dir. Wer ist da? Hallo? Oh, da liegt jemand auf dem Boden. Wir halten fest, da ist eine Wache. Also, oder irgendwas ist da. Am Vordertor ist auf jeden Fall jemand tot. Zerquetscht durch ein Tor. Das ist also jenes Tor. Wahrscheinlich, um da ranzukommen, müssen wir das Tor erstmal öffnen. Was stand da hier? Eintrag. Ich hatte extra eine von Hammeriten hergestellte Elektrospule einbauen lassen, damit ich Strom in ausreichender Spannung für den Sicherheitsmechanismus im Tor erzeugen kann. Und was passiert? Das verdammte Ding geht heute kaputt. Der Generator ist immer noch nicht repariert. Und ich hatte hier sogar für mehrere Stunden keinen Strom. Mir wurde zwar beim Einbau gesagt, dass die Spule sehr anfällig auf intensive Hitze, aber es wurde nie erwähnt, dass auch Blitze ihre etwas anhaben können. Auch wenn die Mechanisten nach Karas untergegangen und noch kläglich nur nicht so kläglich untergegangen wären. Die hätten bestimmt eine verlässliche Spule hinbekommen. Mist. Ich habe endlich eine Wache gefunden, die ich der Gehaltsliste zufügen kann. Eine junge Frau mit Namen Carolina Mosley. Sie ist die jüngere Schwester von Sheriff Mosley, wurde aber bei den Blaurücken gefeuert, weil sie Schmiergelder angenommen hat. Ich denke daher mal, man kann ihr trauen. Auch wenn ich das Gefühl habe, sie ist auch hier, weil sie das Verschwinden meiner Ehefrau untersuchen möchte. Aber bitte, ich habe nichts zu verbergen. Diese Sexbesessenheit ist mit meinem Hauptmann, der Wache, durchgebrannt. Nur weil ich angeblich ein fettes, versoffenes Schwein wäre. Wie sie mir in ihren Abschiedsbrief redegewandt mitteilte. Was für ein schöner Tag. Ich habe endlich meine Schuld mit Sir Emery beglichen. Zuerst dachte ich, er kommt hierher, um mich zu töten. Aber es gab mir eine letzte Chance. Während wir über Zahlungsbedingungen sprachen, bat ich an, ihm eine meiner Bediensteten zu verkaufen. Die Tochter der Köchin hatte uns beim Beginn des Meetings mit Snacks versorgt. Und Sir Emery hatte wohl Gefallen an ihr gefunden und fragte, ob er sie nicht haben könnte. Natürlich, sagte ich mit Freuden zu. Dieses Gehör kostet mich eh nur Geld und ich bin froh, denn ich sie los bin. Emery sagte, er kommt in einer Woche zurück, um sie abzuholen. Also muss ich nur darauf aufpassen, dass diese Gehöre bis dahin nicht abhaut. So, und der letzte Eintrag, glaube ich, oder? Ach du Scheiße, ist das viel hier. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Geräusche werden zum Speiseaufzug gut weitergetragen. Und ich habe mit Emery im Büro darüber diskutiert, um ihm die Tochter der Köchin zu verhökern. Hahaha. Während die Mutter wahrscheinlich in der Küche war. Bemmer Bauer, ich muss wirklich mit dem Trinken aufhören. Die Mutter der Köchin kam zur Errettung, wie sie sich ausdrückte. Ich brauche mehrere Männer, um die ganzen Weiber in der Speisekammer zu sperren. Dort haben sie genug zu essen und morgen kommt ja sowieso schon Emery. Also in der Speisekammer sind die beiden. Jetzt weiß ich es sicher. Carolina hat mich die ganze Zeit beschattet. Vorhin habe ich sie überrascht, zusammen mit ihrem Tagebuch. Sie hat Benny ausgesandt, um die Blaurücke hierher zu holen, damit die Weiber freikommen und ich in den Knast. Ach, deswegen sind die ganzen Wachen hier. Das erklärt einiges. Tja, das Tor wurde so entwickelt, dass es auf jeden runterkracht, der vorher nicht den Sicherheitsmechanismus deaktiviert hat. Und ich muss sagen, es hat prima funktioniert. Bei diesem ersten echten Test scheint es, als ob die Hammeriten von Zeit zu Zeit doch mal was qualitativ Hochwertiges zustande bringen. Ich glaube, sobald der Sturm die Stromversorgung der Stadt zusammenbrechen lässt, bricht hier die Hölle aus. Die Männer werden die Biege machen und ich befürchte, vielleicht nehmen sie dann sogar das Kind mit. Ich habe Mitchell losgeschickt, sie zu holen. Er und alle meine loyalsten Männer verlassen die Stadt, sobald er wieder hier ist. Die anderen können hier bleiben. Was zum Geier? So, da sind wir wieder zurück. Ich hatte gerade irgendwie einen Error.
Traps ist quasi einfach ausgegangen. Kommt jetzt, der kommt jetzt hier rein. Hoffentlich ist das nicht der Sergeant, der mich überprüft. Der läuft ziemlich komisch, diese Wache. Ich habe den vorhin übrigens eingenickt. Ich muss jetzt, wie gesagt, den Punkt wieder so weit spielen. Und der hatte den Schlüssel für Stromversorgung. Für den Stromversorgungsraum. Also wir wissen, dass im Speisesaal jetzt die zwei Mädels sind. Die Mutter und die Tochter. So, ich hoffe, der läuft jetzt nicht wieder zurück. Der geht mir gerade ein bisschen auf den Piss. Und die Wachen haben hier anscheinend ihn niedergeschlagen. Der hat auch einen Schlüssel. Badezimmerschlüssel. Das fällt doch nicht auf, wenn hier ein bisschen Loot fehlt. Oh, ein Feuerfall. Und eine Uhr. Und ein Eiltrank. Nee, Notfallgasinhalator gegen Mittel. Interessant. Ein Ring und noch viele, viele, viele Münzen. So macht Looten Spaß. Aber schade, dass es keine Bedingungen gibt. War wohl falscher Alarm. So, hier war wie gesagt das Büchlein und hier haben wir nochmal dieselbe Melodie, oder? Copyright is a nonna, la 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 la. Tut mir leid, ich muss immer, gerade solche Sounds, ja, da kann ich Probleme kriegen. Wir haben keine Wasserpfeile und jetzt kommt er wieder zurück, dieser kleine Penner. Wir gehen auf jeden Fall nochmal runter. Wir haben jetzt alle Schlüssel, soweit ich glaube ich brauche. Ich hoffe es. Blöde Wache. Ich muss sagen, das Level gefällt mir. Das ist echt gut designt. Hier haben wir noch mehr Bücher übrigens. Hammerprinzipien, Bauer, irgendwas gedönst. Schon wieder. War vermutlich nur der Wind. Ich wollte schon sagen, ich dachte, der geht jetzt hier runter. Ich will mal gucken, was da liegt. Achso, hier ist ein Lichtschalter. Sergeant, der mich überprüft. Mechanistenprinzipien. Elementare Pfeile und welche Magie dahinter steckt. Das Magierbuch der Studie der Elemente. Oh Gott. Oh nein, ich werde hier bestimmt gesehen. Ich hänge hier einfach nur in dieser Ecke. Kommt heraus. Warum macht ihr es wie? Ich hasse dich! Ich will doch nur mal lesen, was da für Bücher sind. Ah, dann scheiß ich drauf. So, jetzt sind wir wieder unten. So, wir haben jetzt hier einen Raum, den ich nicht aufmache. Hallo? Ist da jemand? Beziehungsweise, ich frage mich, was hier hinten ist. Ich glaube, das war wohl nichts. Glaubst du, dass wir uns Sorgen machen? Wer ist da? Hier sind noch mehr Räume. Ist da jemand? Hey, wow! Ich wusste nicht, dass ich so hell bin. Verdammt, wie soll ich denn da reinkommen? Hast du das auch gesehen? Hallo? Ist da jemand? Nun gut. Der Dieb ist hier. Warte mal, wir können ja mal gucken, was hier ist. Ich will mal wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, hier auch reinzukommen. Ohne großes Trara. Ich darf sie ja nicht töten, ne? Wir haben Badezimmerschlüssel, Stromversorgungsraumschlüssel und einen Speisekammerschlüssel. Und wir haben ein Notfallgasinhalationsgegenmittel. Wofür ich auch immer das brauche. Also gut, die Wachen haben Gaspfeile. Deswegen wahrscheinlich. Sir? Sind Sie? Ha! Nein. Da war doch was. Mir selten funkelt. So, und wir schauen in Ruhe. Man kann nie vorsichtig genug sein. Dreh dich nochmal um, du kleines. Du blöde Wache. Wie gesagt, der Loot ist mir eigentlich relativ egal, wenn es nicht unnötig ist. Auch wenn ich eigentlich der Meinung bin, Loot ist alles. So, was haben wir denn hier? Caroline wird auf keinen Fall freigelassen. Sie hat Benny losgeschickt, um jemanden aufzugabeln, der nun bestimmte Sachen klauen soll, die von mir demnächst an einen Kunden geliefert werden sollen. Lasst seine Leiche eine Warnung an alle sein, dass was passiert, wenn jemand das Gleiche versucht. Sollten sie versuchen, Ärger zu machen, tötet sie. Sie wird sonst wahrscheinlich eh jeden töten, der sich ihr in den Weg stellt.
Sie ist mit einem Gaspfeil ruhig gestellt. Also denke ich, sie wird sobald nicht von selbst aufwachen. Ach, vielleicht deswegen das Inhalationsgedönse, ne? Nein. Nein. Das Badezimmer. Eine Dusche. Oh, wenigstens die Wasserleitung funktioniert noch alle. Was haben wir denn hier? Ihr Tagebuch. Protokoll geführt von Carolina Mosley. Ziemlich viele langweilige Einträge, daher überspringst du die meisten. Okay, ich zeige euch nochmal die Dinger hier. Wie gesagt, Benny ist derjenige, der zerquetscht wurde vorne am Vordertor, den ich leider immer noch nicht gesehen habe. Aber ihr könnt das hier alles nochmal nachlesen. Es ist wirklich viel. Aber wir wissen ja schon mal, dass hier der Lord Gregory Dreck am Specken. Der Dreck am Specken. Und das kann ich ja dann letztendlich alles selber noch lesen. Beziehungsweise ich werde vielleicht nachher, wenn ich noch Zeit habe, gucken uns das mal in Ruhe an. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie so ein Durchgangszimmer. Das Problem ist, ich schaff's ja nicht mal bis hier hinzukommen. Wisst ihr? Das heißt, das ganze Loot hier würde mir noch fehlen. Aber ist das überhaupt nötig, so viel Loot zu sammeln? Guck mal, wie viel Loot es hier einfach nur gibt. Und noch meine Melodie. Oh, sorry. Ich habe mich gerade mitreißen lassen. Okay. Ach, hier kann man auch das Licht noch ein bisschen dämmen. Und das Licht hier kann man nicht dämmen. Nee. Hier ist dieser eine Raum. Und da hinten geht es in den Keller runter. So, und dann haben wir noch hier eine andere Tür. Wo es nach draußen geht wahrscheinlich. Und von dieser Seite kommen wir aber auch nicht da rein. Weil die Wache guckt zwar so hier und dann immer hier rüber. Aber es sieht für mich auch ziemlich unmöglich aus. Verdammte Kohlensäure. Ich hör, nächstes Mal trinke ich ein stilles Wasser. Okay, warte mal. Wir versuchen das mit den Inhalationsgedönseln mal. Oder? Vorausgesetzt, das Zeug wirkt, wird sie jede Sekunde aufwachen. Oh, bist du auf meiner Seite? Warte mal, ich darf niemanden töten, aber sie vielleicht schon. Der Sheriff ist kein Deut besser als diese blaublütigen Adligen. Noch dazu weiß er nicht, dass man die Dinge auch langsam angehen kann. Wenn ich es schaffe, die Wachen wegzu... Und ich schaffe sie weg... Die Wachen wegzulocken... Fahrt zurück, du! Nun rollen Köpfe. Oh, der hat sie umgebracht. Was ist hier? Ich dachte. Nee, halt, warte mal. Die arbeitet ja nicht mehr für die Stadtwache. Die wurde gefeuert. Und der hier? Wow. Und die arbeiten. Ach, okay, dann haben wir hier Verstärkung. Verstehe. Okay, also ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Um die Wachen loszuwerden. Irgendwie nicht eine Ratte. Warte mal, das ist doch... Ist das jetzt... Welche Seite ist das jetzt? Also quasi für wen arbeiten die jetzt? Die arbeiten noch für niemanden. Also quasi noch für den Lord. Würde ich jetzt meinen, weil das sind also für mich normale Wachen. So, hier bin ich schön im Dunkeln. Weil dann würde ich versuchen, durch das andere Tor zu kommen, die wegzulocken, sie wiederzubeleben. Dann kommen nämlich die anderen Wachen rein und säubern das Gebäude. Und dann kann ich in Ruhe den Rest looten. Diese Möglichkeit hätte ich.
Kann ich hier rüber? Speichern. Weil noch sind die aggressiv auf mich, aber sobald ich die Carolina da rette, dürfte das alles kein Problem sein. Oh, hier kann ich mich so richtig schön gut verstecken. Das muss aber schnell gehen. Hä? Wann hast du mich gehört, Mister? Ich habe nichts zum Weglocken. Ah, der steht perfekt. Guck mal, so wie der jetzt steht. So muss ich ihn quasi, oh oh. Hey da! Verdammt. Der hat mich schon vorher gehört, das ist das Problem. Ich bleibe am besten schön hier hinten. Jetzt ist der andere aufgemerkt. Was? So, ich will mal noch das Tor sehen. Wo ist das Tor, wo die Wache zerquetscht ist? Da ist das Tor. Müsste, hätte ich schon längst mal gucken können. Mein Speicher ist eh schon überspeichert, dass ich halt das nicht mehr hinbekomme. Irgendwie sagt mir die Mission was. Ich glaube, das habe ich schon mal gespielt. Da. Brief von Sheriff, was? Moment. Mosley. Hallo, Liebes. Ich habe den einzigen Wachmann, dem ich vertrauen kann, gebeten, sich rauszuschleichen und den Brief zum Revier zu bringen. Ich hoffe, er schafft es noch rechtzeitig. Wenn nicht, stehen Menschenleben auf dem Spiel. Du bist die mit Köpfchen in unserer Familie. Daher bin ich mir sicher, du weißt bestimmt, was am besten zu tun ist. Lord Gregory hat Annie, die Tochter von der Köchin Mary, verkauft, und zwar an Sir Emery, ein Kerl, der gerade von Sittendezernat überwacht wird. Lord Gregory hatte große Schulden bei Sir Emery. Auf diese schändliche Weise will er sie zurückzahlen. Der Sturm fing gerade an zu wüten, daher will Sir Emery das Mädchen später nach dem Unwetter abholen. Als Mary von der ganzen Sache erfuhr, hat sie sich sofort mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in Verbindung gesetzt, damit diese ihr bei der Vorbereitung helfen, die Stadt zu verlassen. Als Marys Mutter ankam, durchschaute Gregory Marys Pläne und schloss alle drei Mädchen in der Speisekammer. Gregory hat viel zu viel Angst vor Sir Emery. Er würde das Kind niemals woanders hingehen lassen als zu diesem Scheusal. Der Wasserpegel im Keller steigt und steigt, und wenn nicht schnell etwas passiert, werden die drei armen Seelen dort ertrinken. Ich bin mir sicher, einige Wachen hier wechseln die Seiten und helfen mir, wenn du mir ein paar Blauröcke schickst und diese ihnen erzählen, was hier gespielt wird. Wenn ich wüsste, dass genug von den Wachen hier zu mir halten würden, würde ich selbst einen Rettungsversuch starten. Aber ich habe zu viel Angst, dass es schief geht. Das wäre fatal. Ich bin hier die einzige weibliche Wache. Da habe ich sowieso einen schweren Stand. Sage deinen Leuten also bitte Bescheid, dass sie die einzige Wachfrau hier nichts tun sollen und dass ich ihnen helfen werde, so wo ich kann. Carolina. Wir haben das Ziel erreicht. Den Personen, die du suchst, wird nichts angetan. Bla bla bla. Carolina hat versucht, den Frauen zu helfen und wird nun im Badezimmer gehalten. Öffnet die Tür, damit sie entkommen kann. Der Körper des Wachmanns unter des Tors ist zerschmettert. Das Tor selbst muss ihn getötet haben. Du sorgst besser dafür, dass dir nichts dasselbe passiert, bevor du das Anwesen durch das Tor verlässt. Dafür müssen wir halt den Sicherheitsdingens lösen. Oh Gott. Fuck. Wo habe ich gespeichert? Ach, hier. Okay.
kommen jetzt genau zu alle beide Wachen. Oder kann ich mich hier auch verstecken? Nein. Kann ich natürlich nicht. Wir müssen wieder zur Tür zurück. Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Wir lassen sie raus, damit hier ein bisschen... warte mal, wenn der einen Pfeil hat, dass ich an den nicht rankomme, dann... Komm schon. Ja! Damit habe ich einen Pfeil, womit ich ablenken kann. Aber vielleicht schaffe ich es auch, an das Zimmer ranzukommen. Oh Gott. Fuck. Diese blöden Wachen, die sind überall. Jetzt ist die Frage, wie patrouilliert er da drüben? Wenn der jetzt auch nochmal im Kreis läuft, müssen wir hier warten. Dann tut's mir leid. Es tut mir leid. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe die Map schon mal gespielt. Also mir sagt dieses Design hier was. Also diese zerschmetterte Wache und alles. Ich glaube, damals war es noch auf Englisch. Da war es noch nicht übersetzt. Aber mittlerweile gibt es ja schon Übersetzungen für die ganzen Fan-Missions. Zeig dich! Jetzt ist wieder alles ruhig. Na gut. Na gut. Hä? Wo ist die Wache hin? So. Dann lassen wir sie mal auferstehen. Aus Ruinen. So. Mal sehen, was passiert hier. Dürfte ja hier richtiges Chaos werden. Aber wir haben keine Wasserpfeiler. Das ist die Schande. Stimmt was nicht. Und dann... Doch nicht so hart, was? Okay, eine ist tot. Alter, was ist hier los? Du bist lieb zu mir, oder? Warte nur, gleich bin ich da. Danke. Damit habe ich keinen Mord gemacht. Wenn du mich hast, treibt sich hier ein ungebetener Gast herum. Achso, und zum Abschluss natürlich, dass wir das gerade gewonnen haben. Okay. So. Ich habe einige merkwürdige Dinge gesehen. Ich auch. Halt die Augen offen. Also wir haben jetzt schon mal den optionalen Bereich erledigt. Jetzt heißt es in den Keller gehen. In die Speisekammer. Ich bin mal gespannt, was mich da unten erwartet. So, wir haben jetzt eigentlich alles richtig gemacht. Nee, das muss der Raum sein. Achso, ich kann hier atmen. Nee, nicht Badezimmer, Speisekammer. Auch nicht. Stromversorgung ist hier. Warte mal, bevor ich da reingehe, speichere ich lieber. Weil Stromversorgung ist nicht immer gut. Was steht denn da? Stromsteuerung hoch für Generator, runter für Stadt. Oh, wir haben ihn ausgeschaltet. Der Körper des... Ach genau, jetzt haben wir das Ding ausgeschaltet. Dadurch dürften wir nicht zerquetscht werden. Hier geht es im Speisesaal. Auch nicht. Hier geht es nur wieder raus. Und das sind die Baracken. Ey, habt ihr das gesehen? Da kamen noch Blubberblasen raus. Da. Das ist cool. Warte mal. Breitkopfpfeile, okay. Ich brauchte nicht mal einen Breitkopfpfeil. Oh, was haben wir denn hier Feines?
Und ich dachte immer die ganze Zeit, es gibt einen Lufttrank. Dabei ist der wirklich nur optional gewesen. Und es war auch ganz gut, dass wir das getan haben, weil dadurch haben wir die Wachen los und konnten alles stehlen. Und hier hängt jetzt alles im Wasser, in der Luft. Also, was heißt in der Luft? Jetzt hängt alles hier oben, weil ja alles überschwemmt ist. Da kann man reintauchen. Verdammt, ist der Keller groß. Das muss die Küche sein. Stimmt, da hätten wir hätten auch so hinkommen können. Obwohl, die Tür ist versiegelt. Ich glaube, man kommt mit einem Fahrstuhl nicht bis nach ganz unten. Haben da irgendwas im Geschirrmäßiges? Kann man hier auch nicht reingreifen? Okay. So, das muss die Speisekammer sein. Das kann nur die Speisekammer sein. Hier ist die Käse, die Küche. Hier ist die Käse. So, den brauchen wir auch nicht mehr. Oh nein. Und suche die Leiche am Vordertor nach Hinweisen. Töte niemanden. Verdammt, beste Schwester und seine Mutter sind ertrunken. Aber seine Nichte atmet noch. Bringe sie zum Wagen nahe beim Eingangstor. Und dann verlassen wir uns das Ganze durch den Eingangstor. Die sind alle tot. Sie lebt noch, aber... Das ist ja wie bei Titanic. Guck mal, die hätten sie alle da oben hinsetzen können. Nein, sie sind alle ertrunken. Na gut, damals konnte man ja nicht schwimmen. Aber da wir ein... sehr gerechter und vor allem aufmerksamer Dieb sind, suchen wir natürlich erstmal nach Wertgegenständen und nicht den Käse vergessen. Sie hat den Käse noch essen wollen. Oh, das nimmt mich so mit. Und wir haben hier Dewdrop. Ja, das Problem ist, wenn ich einen bewusstlosen Körper hier herumtrage, während ich schwimme, kann es passieren, dass sie ertrinkt. Deswegen hoffe ich ja, dass das nicht passiert. Annie, bewusstlos. Ich hatte das schon mit seltsamen Gefährten. Kennt ihr ja die Mission. Da hast du auch das Problem beim Hohepriester, dass der ertrinkt. Oder Besso, Besso zum Beispiel im Quackleft-Gefängnis. Auch das der Arme, seine Schwester ist tot. Der Beste, der verliert immer mehr Leute. So. Annie ist auf jeden Fall noch am Leben. So, aber wir gucken uns jetzt noch unten um, bevor wir das Anwesen komplett verlassen. Weil, ich weiß nicht, das war der Generator. Das kann ich eigentlich abschließen, das brauche ich nicht. Hier war nichts. Warum haben wir Breitkopfpfeile bekommen, wenn wir nicht töten dürfen? Es sei denn, es ist für den anderen Schwierigkeitsgrad gedacht. Da kann ich gar nicht reinschwimmen, sehe ich gerade. Nee, mehr ist hier wirklich nicht, anscheinend. Oh. Dewdrop. Mann, wie oft ich Dewdrop in einer Fanmission finde. Nee, es scheint hier wirklich nicht mehr zu geben. Gut, dann verlassen wir jetzt diese Bruchbude. Ist aber echt mal cool, sowas. Erinnert mich ja ein bisschen an das andere Level. Wie hieß es? Dieses Turtle-Mission da, wo man in diesem U-Boot sitzt. Okay, ich hoffe, die schreit mich nicht an, wenn ich hier... Oh, das ist der ganze Strom aus. Wenn ich mir da kleines Anwesen verlasse. So, mal sehen, wo der Eingang ist. Sind jetzt alle Wachen erledigt? Ich vertraue dem nicht. Oh, der ist auch tot. Hä, wer? Warte mal. Annie, bleib mal hier. Oh nein. Vordertor. Oh, es gab auch noch einen Vordertorschlüssel. Scheiße, und jetzt habe ich den Taschendiebstahl nicht bekommen. Ah, Taschendiebstahl verkackt.
Naja, was soll's. Dafür fast 100%. Beziehungsweise... Tja, das war's. Jetzt muss ich nur noch von hier verschwinden. Ja, wir haben's geschafft. Auftrag erfüllt. Was für eine Mission, wirklich. Was für eine Mission, ey. Da bin ich mal gespannt, die Statistik. Nicht 100%. Und dieser eine Taschendiebstahl... Was? 0 von 3 Secrets? Es gab 3 Secrets in diesem Level. Ich glaube, ich werde diese Mission nochmal spielen. Aber natürlich dann privat, auf einer anderen Weise. Das war Lost Souls. Verlorene Seelen. Vom Gameplay her ziemlich gut aufgebaut. Es gab mehrere Möglichkeiten, in das Anwesen reinzukommen. Ich weiß nicht mal, ob man überhaupt auf den Balkon oben hochklettern konnte, aber es gab mehrere Wege, wie man durch dieses Anwesen gehen konnte. Ich habe gezeigt, wie es aussieht, wenn man K.O. schlägt. Musste man aber nicht, wenn man den optionalen Weg nimmt. Dann kann man die Wachen auch durch Carolina töten lassen. Was auf jeden Fall hilfreich ist. Finde ich ein bisschen krass eigentlich, dass sie uns nicht wehtut, aber anscheinend ist uns dankbar, dass wir sozusagen sie wiederbelebt haben. Oder sagen wir mal vom Gas befreit haben. Und allgemein so durch deinen Unterwasserkeller da zu schwimmen und dann dieser kleine Plot, obwohl das hebe ich mir für die Story auf, war schon geil. Also es hat mir gefallen, das Anwesen war sehr gut strukturiert durchzukommen und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall ziemlich hohe Punktzahl von der Story, wie ich schon gesagt habe. Es gab einen Plot am Ende des Spiels, was ich nicht erwartet hätte. Ich hatte mich sowieso überlegt, wie sollte ich die aus dem Keller rauskriegen. Alle einzeln raustragen, war da meine Idee. Letztendlich hat man es aber sich dazu entschieden, dass ich nur eine raustragen muss. Und das war die Anne oder Annie. Und das war sehr schade eigentlich. Aber wenigstens hat sie überlebt. Und Dewdrop haben wir auch gerettet. Und allgemein so wie über diese Geschichte mit diesem Gregory, dass der so viel Dreck am Stecken hatte. Ich habe jetzt nicht das Tagebuch von Carolina durchgelesen, aber ich denke mal, da wird nochmal genau dokumentiert und protokolliert, was derjenige da macht. Der hat Schulden, will die Kleine verkaufen und alles. Ist schon eine ziemlich bizarre und schreckliche Geschichte, aber sie passt sehr gut hier rein. Und nebenbei hat man dann dieses Hochwasser-Szenario, wo sowieso alles durcheinander total chaotisch ist, dass sie keine Verstärkung rufen konnten, weil das Tor halt eine richtig fette Falle ist. Ergibt auch Sinn. Es war nur schwer abzusehen, was ist jetzt die Stadtwache und was sind jetzt die Wachen von dem Anwesen. Das wusste man jetzt nicht so richtig direkt. Ich war mir am Ende nicht mehr sicher, wer ist, wisst ihr? Auf jeden Fall waren alle erledigt und ja, ich hätte vielleicht sogar dann mal in Ruhe das Anwesen nochmal durchsuchen können, aber ja, war schon wirklich von der Story echt gut gemacht. Also ich hatte echt gehofft, dass ich am Ende alle retten kann, aber naja. Und von der Atmosphäre her muss ich, denke ich mal, nicht mehr viel sagen. Auf jeden Fall volle Punktzahl, weil es gab keine Situation, wo ich sagen musste, oh, das ist ja blöd gemacht oder so. Nein, das war alles sehr schön atmosphärisch. Es hatte Stimmung, es hatte Ambiente, es hatte sehr viel Details, man hatte sehr viel Zeug anzuklicken. Und allein der Keller war sehr gut gemacht. Gut, vielleicht hätte ich bei mir den Tor ein bisschen was Spezielleres gewünscht, wegen der Spule, was er da erwähnt hat, dass man da vielleicht die Spule finden muss oder so. Aber dass man, wie gesagt, das war mit dem kleinen Gewitter und alles so, das hat mir richtig gut gefallen. Also, das ist ein sehr atmosphärisches Level gewesen. Und ich hatte mich, und wie gesagt, man hatte ja ein bisschen so die tickende Uhr im Nacken, wie das Hochwasser steigt und das könnte jeder, die hängt schon so lange jetzt da unten im Speisekammer, wir müssen sie rausholen und schon richtig cool gemacht. Ja, das ist meine Wertung dazu und wir sehen uns dann in einer anderen Fanmission wieder. Macht's gut. Tschüss.